entdecken gibt. So. Hier befindet sich zum Beispiel direkt nach dem Eingang eine zugemauerte, oder die war früher zugemauerte Kaverne. Ich vermute mal so eine Art Luftschutz, Luftschutzstollen. Und ja, hier riecht es ganz vermodert. Hier, ich vermute mal, dass vielleicht hier irgendwas gelagert wurde. So. Man kann schon das Licht hinten erkennen. Man sieht schon, dass es dort wieder rausgeht. Ich vermute mal, dass viele Leute das als Luftschutzstollen genutzt haben, den Eingang. So, dieser Zugang ist zugemauert. Man kann natürlich auch dadurch krabbeln, aber ist natürlich nicht so super. Wir gehen jetzt praktisch durch einen Nebengang. Auch hier ist ein Teil zugemauert. Man kann hier so eine Art Schacht erkennen. Ist das ein Lüftungsstollen? Ist es so eine Art Lüftungsstollen? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Wir gehen jedenfalls wieder weiter in Richtung Steinbruch. So, jetzt sind wir praktisch direkt im Oertelsbruch. Hier unten befinden sich die Stollenanlagen von Rotbutt. Es geht hier noch einige Etagen tiefer. Das könnt ihr euch in einigen meiner anderen Videos anschauen. Hier hat man sogar ein Seil benutzt. Sehr intelligent. Dünnen Strick. Hahaha. Ha, ha. Es sind hier schon manche abgestürzt hier unten. Hier gehen wir praktisch in Richtung zweiten Eingang. Hier sind wir bei dem zugemauerten Eingang. Ich weiß nicht, warum der Eingang zugemauert wurde, oder jedenfalls war der mal viel kleiner gewesen. Ein Notausgang oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Hier hat sich einer wahrscheinlich eine Hütte gebaut, um hier im Steinbruch zu übernachten. Man muss dazu sagen, der Oertelsbruch wird noch in einigen Teilen genutzt. So, wir schauen jetzt praktisch, man hört auch im Hintergrund schon das Piepen eines LKWs.
So. Wir gehen jetzt praktisch wieder zurück, wie wir gekommen sind. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es hier noch für Stolleneingänge gibt. Ich war in meinem allerletzten Film oder in eines meiner Filme in der F-Sohle, aber in dem Entwässerungs- und Bewässerungsstollen, den kann man sich ja auch anschauen auf YouTube. Und vielleicht weiß der eine oder andere noch ein paar Stolleneingänge. Ich kenne ja auch einige. Und lasst es mich halt wissen, was man hier noch so erkunden kann, denn das Gebiet ist ja doch recht großläufig. Na? Ihr müsst euch vorstellen, die Testanlage für die V-Triebwerke, die wurde wahrscheinlich auch bombardiert und naja. So, ich muss sagen, das Gewölbe, was hier am Eingang steht, ist sehr gut erhalten. Das finde ich so faszinierend. Auch hier. Schaut euch das an, ist mir gerade aufgefallen. Könnte man theoretisch was versteckt haben hier oben. Ja? Glaube ich zwar jetzt nicht unbedingt, aber so. Wenn man sieht, wie hoch die Pflanzen hier gewachsen sind. Man hat es sogar versucht, das zu schützen, indem man die Fenster zumacht, hat aber nicht viel genutzt. Oh, da ist ein großes Wespennest. Da verziehen wir uns lieber. Und lassen die Wespen Wespen sein. Die bereiten sich auf den Winterschlaf vor. So. Meine Mädels warten schon im Auto. Wir wollten uns eigentlich nur mal hier umschauen noch ein bisschen. Das haben wir jetzt getan. Schauen wir noch mal schnell hier rein.
Hier unten war das Badezimmer. Hier haben die Folterknechte der SS die Leute gequält.